Hallo von der Fotografie, schön, dass ihr wieder auf den Channel eingeschaltet habt. Wir sind hier in der Johannitalle Bochum, eine ziemlich geile Location zum Fotografieren, absolut geeignet. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin hier mit Ines und es geht unter anderem darum Blitzfotografie. Und ich will euch vor allen Dingen einmal zeigen, wie der Unterschied ist zwischen einem Normalreflektor, einem Schirm. Ja, man muss ihn auch mal ausspannen. Und ich habe hier vorne noch eine entsprechende Softbox. Das werden wir gleich in drei verschiedenen Shootings einmal kurz machen. Dann seht ihr halt die Unterschiede und dann könnt ihr selber für euch mal entscheiden, ob ihr sowas überhaupt braucht oder nicht und was für euch sinnvoll ist. Aber wir machen jetzt erstmal das Shooting. Ich habe Ramon hinter der Kamera, ich habe Uwe an der Drohne. Wir sind gerade dabei, noch zu kalibrieren. Irgendwas ist ja immer bei so einem Video. Um ein ungestörtes Umziehen unseres Models Ines zu gewährleisten, hat mein Auto eine eingebaute Umkleidekabine. Ihr seht jetzt gerade die Umkleidekabine mit unserem Bodyguard davor. Dahinter ist Ines und zieht sich gerade um. Das zeige ich euch jetzt nicht genauer. Dieser Blick sollte reichen. Gut. Schön. Ines? Hier ist eine. Kleinen Moment. Einmal gucken, ob der Blitz da hinten leuchtet. Der leuchtet natürlich nicht. Deshalb hatte ich auch kein Gelb. Deswegen was? Der soll gelb leuchten. Also ruhig ein bisschen ausstrahlen, ein bisschen so, boah, du kannst auch ein bisschen böse schauen, du kannst auch... Das hatten wir beim letzten Mal, bei dem Feuershooting. Ich kann nicht böse gucken. Versuch mal, den Oberkörper ein bisschen gerader zu kriegen, dass du dich ein bisschen mehr in den Schultern... Ja, ja, besser. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, ich komme mal näher. Du kannst auch zur Not dich irgendwie mit einer Hand... an so einem Ding, an so einem Stahl festhalten oder sowas, ruhig ein bisschen locker. Ich stelle einmal das Licht ein bisschen anders. Nase ein bisschen nach rechts, guck ich mal an. Ja, gut. Super. Auf drei einfach so ein ganz klein wenig einatmen und ein bisschen kräftiger in den Rücken. Sehr schön. Eins, zwei, drei. Auch diese Umgebung passt. Dann noch mal so ein bisschen hier mit der Hand. Ja, sehr gut. Vor allem der Blick ist klasse. Achtung. Kommt super. Jetzt machen wir nämlich eins. Und dafür nehme ich jetzt einen unserer Helfer, nämlich in dem Fall Ramon. Ramon, kannst du mir einen Gefallen tun und einmal den Lichtformat von dem Blitz abmachen? Ich kann es auch machen. Der ist ein bisschen hoch für dich. Genau. Und wir wechseln nämlich jetzt. Wir haben da hinten den Normalreflektor. Kannst du den mal da drauf machen? Dann sehen wir nämlich den Unterschied beim Licht. Den Blitz ein bisschen mehr auf Ines richten. Ja. Super. So, okay, dann nochmal diesen coolen Blick und diese coole Haltung. Ja. Ramon, könntest du noch einmal den Normalreflektor gegen den Schirm wechseln? Ich kann natürlich noch einmal eins machen, nur mit diesem Blitz. Achtung. So, jetzt haben wir noch ein zusätzliches Bild ohne alles. Für den Vergleich jetzt halt mit Schirm. Ich sehe, wie es gerade aussieht. Aus meiner Sicht gefällt mir die Octa-Box immer noch am besten. Wir wechseln auf die Octa und machen dann das Shooting weiter. Aber damit habt ihr jetzt schon mal die Bilder gesehen. Ich blende die gerade ein. Ihr könnt euch selber einen Eindruck bilden. Ja, wow, das kommt. Uiuiui. Das kommt richtig gut. Okay, den wieder ein bisschen nach höher richten. Nach höher richten, genau. Ja, ich habe wieder schön weiches Licht. Ich mag diese Art des Lichtformes viel besser. Ein Blick zum Töten. Ein bisschen rüber für den Fuß. Ja. Ja. Ich würde sagen, von der Location her passt es halbwegs. Wir haben da hinten noch eine schöne mit Wasser. Wir gehen runter, Ramon. Hast du gesehen? Die Kamera macht es selbstständig. Oh. Ines, du kannst hier hin. Ramon, der Blitz hier vorne hin. Ramon kann versuchen, den Blitz ein bisschen tiefer zu machen. Boah, gleich bin ich auch im Wasser. Achtung. Kannst du noch ein bisschen weiter von dir aus gesehen nach links rübergehen? Ramon mit dem Blitz ruhig bis an das Geländer ran. Ja, dann. Sehr schön. Der Blick ist schön. Dafür liebe ich diese Kameras. Man kann sie ins Wasser werfen. Ich überlege mir gerade, wie wir es hinkriegen, dass ich ein bisschen die Wasserfläche hinbekomme. Das ist besser. Verschränkt mal die Arme so ein bisschen so. Ja, genau. Achtung.
hier sind mir alles sehr viele störende Linien so ein bisschen. Wir drehen noch mal ein bisschen. Wir wechseln. Ines geht geradeaus bis zu der. Und ich gehe dahin, wo Ines ist. Kids, die hast du dann auch? Nö, die sind so klein. Quasi genau hier in der Mitte. Achtung. Schau, das wäre so ein Tunnelmäßig, gell? Aber die Bilder kommen jetzt toll. Achtung. Ramon, den Blitz noch ein ganz kleines Stück darunter. Danke. Reicht. Hammer, das ist gut. Achtung. Du hast noch ein anderes, du hast noch andere Klamotten, ne? Kids, mit habe ich noch dabei. Ja. Sollen wir noch mal wechseln? Okay, dann würde ich sagen, du wechselst und wir gehen dann nachher, da hinten sind ein paar rostige Metallteile. Ja. Dann gehen wir da noch hin und sind dann auch schon durch. Okay. Genau, ihr habt schon alles richtig hingestellt. Ines, wärst du so freundlich, diese Stufen bis nach oben zu gehen? Also ich meine jetzt auf dieser Seite, ja? Ja, auf dieser Seite. Du kannst ein Stück näher. Näher, 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 noch näher. Stopp, wieder etwas zurück. So, und jetzt den Blitz ungefähr einen halben Meter höher. Also dirigieren kannst du, gell? Dirigieren kann ich. Ich muss mich jetzt ja auch anstrengen. Sieht schon richtig cool aus. Ines, du den linken Arm einfach mal so ein bisschen weiter nach außen. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Und den rechten ruhig cool runterhängen lassen. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Kommt bitte in die Richtung vom Licht etwas. Ja, Achtung. Komm mal ein bisschen näher. Nase ein bisschen tiefer, Ines. Ja, sehr schön. Achtung. Dein linker Ellbogen etwas nach hinten. Das ist dein rechter. Ja, ich mal. da strenge ich mich schon an, in ihre Richtung zu reden. Das war mein Führerschenkel aus dem Fall. Ist da rechts von Ihnen. Also dieses Cat-Suite hat super Effekte. Absolut gut. Sehr gut. Ich würde sagen, damit wir noch dies aufnehmen können, wir drehen uns einfach mal. Du brauchst dich jetzt nicht mehr so anstrengen, du kannst mit dem Blitz da hoch und dann runter. Der natürliche Platz des Fotografen, der Boden. Bilde den Blitz etwas näher an sie ran und zwar direkt praktisch auf Ebene ihrer Schulter. Ja, auf Ebene ihrer Schulter. Ja. Freies Posing. Was immer du machen möchtest, ich löse einfach ein paar Mal aus. Ein bisschen mit dem Gesicht ruhig, ein bisschen zum Licht. Ja, ich glaube, ich schieße mal eben kurz den Blitz hier. Ja, wenn da rot ist. Sekunde. Oh. Entschuldigung. Ja, ich hab sie aus. Ja, genau, zieh sie aus. Aber das sind die Momente, die ich auch wieder rausschneide. Guck mal! Den Blitzen ungefähr 20 cm hinten in die Richtung. Ja, bei den Männern geht's zurück, ne? Ja. Ja. Das schneide ich jetzt nicht mehr raus. Von unten? Ah, da ist das Licht. Da ist das Licht. Aber die Perücke und die Klamotten machen richtig gut. Machen richtig gut. Die machen richtig gut. Hör mal, gut, genau, dass die es gut machen. Guckst du, machen richtig gut, ey. Na, wir sind im Ruhrpott, da kann man so reden. Was denn das? Das verstehen dann sogar einige. Ich muss einmal noch mal gucken, ob ich nicht jetzt durch das Licht, durch das Lachen jetzt hier alles verstellt habe. Natürlich habe ich durch das Lachen alles verstellt. Das ist ein bisschen lustig, hier, die dann gucken, dann guckst du zurück, dann guckst du schnell weg. Dann gucken sie wieder, dann guckst du hin, dann gucken sie wieder weg. Ja, ich muss einmal kurz gucken. Ja, das ist gut. Die letzten 12 Aufnahmen. Also die Location ist Hammer. Die Klamotten sind Hammer. Ines Perücke ist Hammer. Ines ist Hammer. Hammer. Einmal noch cool gucken und dann ist gut. Letzte Bild. Achtung. Wir sind gerade durch. Erstmal nochmal danke an mein Team. Mit dem Team macht es einfach viel mehr Spaß als ohne. Denkt dran, Daumen hoch, wenn es gefällt, weil das ist das Applaus. Weil das ist der Applaus, den ihr bei YouTube geben könnt. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Gut, kannst ausmachen. Das ist auch ein Sack, Mann.
Bilder waren Hammer. Was da jetzt zum Schluss rausgekommen ist, war echt gut. Ist ja auch riesig, gell? Also die Haare waren klasse. So das, cool. Der Rost war klasse. Zeige ich euch aber nicht. Und das Kitzlied passte dann super. Ja, ja. Also das mit dem Wasser war nicht ganz so toll. Aber was soll's. Man muss auch ausprobieren, ne? Ja. Ja, da haben wir tollste Kopter-Sachen geplant. Und was ist? Nichts ist. Wie üblich. Hier? Was klappt meistens nie, ne? Scheiße. Irgendwas ist immer im Eimer. Diesmal ist der Blitz nicht umgekippt. Ah, da ist er. Ramon, film mal einmal, wie ich hier das Ding öffne. Bleib drauf. Einfach draufhalten. Okay, und jetzt kannst du ausmachen. Was war das denn jetzt? Das war der Abschluss. Ach so.